Sieht so aus, als ob diese Typen Arthur wieder Ärger machen. Nein, Papa! Sie dürfen unseren Laster nicht mitnehmen! Wir haben nur den einen! Aber klar kann ich das, Jungchen! Hier kannst du die gerichtliche Verfügung einsehen, die mich berechtigt, den Laster als Pfand einzuziehen. Und denken Sie daran, Herr Arthur, es bleiben nur noch 5 Wochen. 5 Wochen, damit Sie, also damit ich endlich mit dem Neubau meines Einkaufszentrums beginnen kann. Onkel Arthur, was machen wir nun? Wir können doch nicht zulassen, dass Sie unseren Laster mitnehmen. Wir können nichts tun, Laura. So sind die Gesetze nun einmal. Wir können nur zusehen. So ein Mist! Ah, diese Weide gibt einen herrlichen Parkplatz ab. Und diese ganzen Bäume hier werde ich abholzen lassen. Alle! Schröder, Schmidt! Nun nehmt doch endlich den Laster mit! Nun weiß ich nicht mal mehr, wie wir in die Stadt kommen sollen. Wir brauchen doch Pferdefutter. Und zu alledem ist Christian auch noch verletzt. Onkel Arthur, wir haben doch noch die Pferde. Die können wir doch zum Futter holen nehmen. Ich mach das für dich, Onkel Arthur. Das ist nett, Laura. Aber momentan weiß ich wirklich nicht weiter. Ich muss jetzt allein sein, nachdenken. Bitte entschuldigt mich. Laura, Eva möchte mit dir sprechen. Laura, vielen Dank für deine bisherige Hilfe. Ich befürchte, dass wir dich jetzt noch stärker in Anspruch nehmen müssen. Dein Onkel ist wirklich verzweifelt. Ich bin doch hier, um zu helfen. Und ich will die Reitschule wieder so sehen, wie ich sie aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte. Dafür tue ich alles. Vielen Dank. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ach ja, Laura, es ist ein Brief für dich abgegeben worden. Sonderbar, er ist nicht von deiner Mutter, sondern von einem Mädchen namens Anke. Sie wohnt hier in Appelsdorf. Besser, du liest dir den Brief durch. Hallo, mein Name ist Anke. Du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du die Cousine von Christian bist und Laura heißt. Du hast den Sattel vor der Prüfung auf sein Pferd gelegt, nicht wahr? Ich habe gesehen, wer den Sattel von Christian kaputt gemacht hat. Ich habe es gesehen, aber ich habe keine Beweise. Wenn du mir glaubst, dann besuche mich. Ich bin zu Hause. Anke.
Hallo, wohnt Anke hier? Ja, sie ist im Haus. Sie geht nicht oft zum Spielen raus und ist meistens drin im Haus. Bitte komm doch rein. Hallo, Anke? Ich bin Laura. Ich weiß. Ich habe deinen Brief erhalten. Glaubst du mir? Niemand glaubt mir mehr, weißt du? Hast du es noch anderen Leuten erzählt? Nur einem Freund. Naja, was hast du denn gesehen? 2 Männer. Einer war klein und der andere ziemlich groß. Die haben sich auf dem Turnierplatz rumgedrückt und sich dann am Pferd von Christian zu schaffen gemacht. Besser gesagt an seinem Sattel. Ich kenne eigentlich alle Arbeiter am Turnierplatz und bin mir sicher, dass die beiden auf keinen Fall dort arbeiten. Das könnten die beiden Typen gewesen sein, die unseren Laster abgeholt haben und zu diesem Herrn Fischer gehören. Das ist sehr wichtig. Wie könnten wir das beweisen? Wir könnten uns auf dem Turnierplatz umsehen. Vielleicht finden wir Beweise. Wollen wir gleich hingehen? Gut, dann los! Ich meine, dass sein Pferd ganz bestimmt genau hier an dieser Stelle war. Sieh doch, Fußspuren! Ja, und zwar sehr große. Die stammen ganz bestimmt von den Typen, die sich an seinem Pferd zu schaffen gemacht haben. Diese Männer von Herrn Fischer. Wir müssen eine Möglichkeit finden, diese Beweise zu dokumentieren. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Welche? Ich habe einen Freund, Lukas. Er hat ein Fotoapparat und er könnte uns doch nützlich sein. Hast du es ihm erzählt? Ja, aber er wird es bestimmt keinem sagen. Er ist mein einziger Freund. Gut, wo können wir ihn finden? Er wohnt in Mühldorf, aber dort ist er praktisch nie. Er läuft immer hier in den Wäldern herum. Verstehe. Also wenn du ihn heute noch triffst, dann sollten wir uns ebenfalls treffen. Bei der Reitschule, in Ordnung? Ach, Laura, danke, dass du mir geglaubt hast. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Ist doch klar. Gut, ich danke dir. Wir sehen uns dann. Abgemacht.